Hallo, herzlich willkommen. Und zwar folgendes. Klar, ich kriege natürlich sehr viel Resonanz. Einmal natürlich über klar, normale Kanäle, alles drum und dran, inklusive E-Mail, Facebook, YouTube, Google Plus inzwischen auch schon zum Thema Training und Krankheit, inklusive natürlich meiner geschlossenen Online-Coaching-Gruppe bei Facebook, sehe ich natürlich immer wieder Postings, wo es darum geht, ich habe eine Erkältung. Soll ich trainieren, soll ich nicht trainieren? Ich bin krank, um Himmels Willen, ich muss 8 Tage, 10 Tage, 12 Tage aussetzen. Ich vergehe, ich sterbe, ich zerlaufe vor lauter Frust, weil meine Muskelmasse abgebaut wird. Erstens mal, so schnell baut der Körper keine Muskelmasse ab. Wenn in den Anfangszeiten bei einer Erkältungskrankheit, was auch immer, das Gewicht beim einen oder anderen etwas sinkt, dann ist es in der Regel natürlich die Glykogenlager, die erstmal leergeleert werden. Das ist eine positive Anpassung ans Krafttraining und somit leeren die sich mal, die werden etwas kleiner, aus Schutzgründen werden die nicht so groß gehalten, wenn man regelmäßig trainiert. Dazu fehlt natürlich diese Durchblutung durchs Training und die macht natürlich die Optik etwas schwächer, nicht ganz so voluminös. Und dann kriegt man natürlich schon eine Panik und denkt, um Himmels Willen, was ist jetzt passiert? Da muss man sich keinen Kopf drüber machen. Das hat man in der Regel nach der Krankheit relativ schnell wieder da. Das heißt, der Körper hat natürlich seinen Ursprungszustand relativ schnell wieder erreicht. Also wenn ihr mal eine Woche oder zwei krank seid, selbst mal bei 3 Wochen, das ist jetzt wirklich definitiv kein Beinbruch, gönnt euch diese Auszeit. Nutzt diese Auszeit, euch nicht im Kopf verrückt zu machen, euch nicht unter Druck zu setzen, weil es ist natürlich ein negatives Feedback, euch unter Druck zu setzen und das führt mit Sicherheit nicht dahin, wo ihr hin möchtet, sondern nutzt dann diese Zeit und sagt, okay, dann nutze ich diese Zeit jetzt und versuche mich in dieser Zeit, diesen 8 bis 10 bis 12 bis 14 Tagen Krankheit zu regenerieren. Mich natürlich auch wieder auf die Trainingseinheiten vorzubereiten. Wer zu früh nach einer Krankheit wieder versucht, maximale Intensität abzuliefern, der wird sich wundern, dass er vielleicht eine Woche später, 2, 3, 4 Wochen später wieder eine leichte Erkältung hat oder sogar die Leistung über Wochen hinweg minimiert ist. Er kommt einfach leistungstechnisch nicht mehr voran. Warum? Eine Krankheit ist für den Körper natürlich auch ein Stress, ist auch ein körperlicher Stress. Der Körper muss sich wehren gegen verschiedene Infekte und das ist natürlich leistungstechnisch für den Körper extrem anstrengend. Deswegen ist ein Training natürlich auch, was zusätzlich Leistung kostet und zusätzlich Regeneration kostet. Es ist ja nicht nur das Training, was kostet, sondern auch danach Stunden hinweg die Regeneration. Die kann den Körper ganz schön beeinträchtigen. Und deswegen hört auf mich und auf euren Körper und gönnt euch nach einer Krankheit die Auszeit. Das heißt, während der Krankheit sowieso, wenn ihr dann wieder fit seid, dann nutzt eine Woche Eintrainingszeit mit verminderter Leistung. Arbeitet euch langsam wieder ran an eure maximale Leistung. Und in der Regel seid ihr alle noch recht jung. Und somit geht euch nichts verloren. Ihr werdet relativ schnell wieder an einen Stand erreichen. Somit denkt bitte dran, wer krank ist, wer einen Infekt hat, wer so vor allem Fieber hat, Finger weg von der Handel, Ruhe geben und ihr werdet euch viel, viel schneller wieder im gesunden Training befinden. Das war's schon, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, deine gesunde Fitness, meine Aufgabe.